Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von den teuersten Bossmonstern in ganz Yu-Gi-Oh! Ihr wisst Bescheid, Freunde, in diesem Format hier schaue ich mir in jeder Folge 5 Bossmonster an, die sehr, sehr große Kosten haben. Und die meisten davon sind logischerweise deswegen nicht so spielstark, also hier haben wir teilweise sehr unterhaltsame, schlechte Karten. Aber Freunde, dieses Mal habe ich sogar 2 Karten mit dabei, die sehr spielstark sind, aber auf vollkommen unterschiedliche Weisen. Aber dazu später mehr. Ist auf jeden Fall mal heute was Besonderes dabei, wie auch immer. Eure Meinung zu den Karten, die ich heute anspreche, gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Karten vorschlagen, die ich hier mal erwähnen soll. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit der ersten Karte. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Replay-Kanal und an meinen Gaming-Kanal. Und ich würde sagen, wir starten heute mit einer MacLord-Karte. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, das MacLord-Deck-Thema ist nicht gerade stark. Es ist wirklich sogar ziemlich, ziemlich schwach. Aber die MacLord Astromaschine ist selbst für dieses Deckthema im Verhältnis unfassbar peinlich. Und das sagt einiges aus. Ich meine, diese Karte hier sollte man wirklich nicht spielen. Aber okay, sie ist unterhaltsam. Diese Karte hier ist über 12, sie ist Licht und Maschine und hat die Werte 4000, 4000. Und den Effekt kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du 3 MacLord-Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen solltest. Und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Once per Turn, du kannst ein Synchro-Monster auswählen, das der Gegner kontrolliert, rüste diese Karte mit dem gewählten Ziel aus. Diese Karte erhält ATK in Höhe der Summe der ATK der Monster, mit denen sie durch diesen Effekt hier ausgerüstet ist, once per Turn. Während deiner Standby-Phase, du kannst eines dieser ausgerüsteten Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Grund-ATK des Monsters zu. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen Effekt hier aktivierst, keine Battle-Phase durchführen. Ich muss sagen, dieses Monster hier kann man in keinster Weise auch nur irgendwie schönreden. Was hat man sich dabei gedacht? Das ist einfach nur wirklich unspielbar. Ich meine allein die Kosten, ne? Du musst 3 MacLord-Monster wegwerfen, um diese Karte hier zu holen. Wenn du nur 2 Stück oder noch weniger auf deiner Hand haben solltest, ist diese Karte hier jedes Mal komplett tot in deiner Hand und du wirst diese Karte hier niemals rausbekommen. Und wenn du es mal schaffen solltest, gehst du dadurch quasi einfach so minus 3. Und das ist schon sehr teuer für ein Monster, was nur 4000, 4000 hat und ansonsten gar keine Effekte, es sei denn der Gegner hat ein Synchro-Monster draußen. Ich meine im Ernst, ne? Was kann diese Karte noch, wenn der Gegner keine Synchro-Monster spielt? Absolut gar nichts. Alle Effekte basieren wirklich nur darauf, dass der Gegner Synchro-Monster hat, die man fressen kann. Und es macht auch in gewisser Weise Sinn, ne? Weil das MacLord-Deck-Thema kommt von einem Antagonisten aus 5Ds, einem Anime, wo es halt logischerweise um Synchro-Monster ging. Dass also die MacLord-Monster was gegen Synchro-Monster machen wollen, ist in gewisser Weise schon sinnvoll, aber in der heutigen Zeit halt einfach mega peinlich, weil es spielt nicht mehr jeder Synchro-Monster. Es gibt auch heutzutage XI, Pendel, Link, Fusion, Ritual. Es ist halt gar nicht mal so wahrscheinlich, dass diese Karte hier jemals auch nur ein Monster fressen wird. Und selbst wenn der Gegner Synchro-Monster hat, ne, es könnten halt beispielsweise Monster sein, die Effekte negieren können. Und dann wird diese Karte hier gar nichts fressen. Also viel Spaß, diese Karte hier einzusetzen gegen heutige Decks. Das wird nicht funktionieren. Und selbst wenn es klappen sollte, diese Karte hier schafft er nicht mal ein OTK. Wenn die Karte hier Monster fressen sollte, mit 3000 ATK, hat sie 7000. Das ist immer noch nicht ansatzweise 8000, um halt irgendwie für Game zu gehen. Nicht mal, wenn die Karte direkt angreifen kann. Und wenn sie Burn-Schaden machen möchte, kann sie diese Runde nicht mehr angreifen. Was ihr einziger Zweck ist. Und Schutzeffekte hat diese Karte hier niemals. Was hat man sich bitteschön bei dieser Karte hier gedacht? Diese Karte hier ist absolut unspielbar. Wenn ich heutzutage ein MacLord-Deck-Thema bauen würde, würde ich diese Karte hier ernsthaft rauslassen. Und wenn dein Bossmonster bereits zu einem so schlechten Thema gehört und nicht mal da gespielt wird, ist das kein gutes Zeichen. Die MacLord-Astromaschine gehört zu den teuersten und bescheuertsten Bossmonstern, die es jemals gab und ich muss sagen, die hat auf jeden Fall in dieses Format hier gehört und spielen würde ich die wirklich nicht. Nicht mal ein MacLord. Doch das nächste Monster ist deutlich lustiger, und zwar die Karte König der Mukimuki, und diese Karte hier ist ein lebendiges Meme. Es ist der Wahnsinn. Die Karte kann wirklich keiner ernst nehmen, und die kommt letztlich aus dem ersten Anime, beziehungsweise aus der ersten Ära von Yu-Gi-Oh! Und da gab es halt teilweise Bossmonster, die man nicht so ernst nehmen sollte. Aber okay. Dieses Fusionsmonster hier ist in Anlehnung passiert an das normale Monster Mukimuki, ein Stufe 1 Monster, was eine Fee ist, mit 300, 100. Und ja, das hat keine großartigen Effekte, aber es gibt dahinter eine winzige Kartengruppe, die sogar ein OTK hinbekommen kann. Mit Hilfe des Königs, also dazu gleich mehr.
Der König selbst ist über 6, die Karte ist Licht und Fee und hat die Werte 300-100, also die klassischen Muki-Muki-Werte. Und beschwamme diese Karte hier aus Muki-Muki, Muki-Muki und Muki-Muki, also wirklich extrem innovativ. Und der Effekt, wenn diese Karte hier vom Board entfernt werden sollte, kannst du so viele Muki-Muki-Karten wie möglich als Spezialbeschwörung aus deinem Friedhof beschwören. Das heißt, diese Karte hier besitzt keinen Effekt auf dem Board. Sie macht wirklich nichts. Der Plan ist hier folgender. Man schafft es irgendwie, dreimal die Karte Muki Muki zu ziehen, wie auch immer das gehen soll, aber es wäre schon vorstellbar, es ist nur unkonstant. Dann macht man Polymerisation, beschwört den König, indem man einfach mal minus 3 geht und dann sorgt man irgendwie dafür, dass der König stirbt, damit man ganz viele Muki Mukis wieder aus dem Grave spammen kann. Und dann benutzt man die Zauberkarte Muki Muki Smackdown, damit alle Muki Muki Karten 3000 ATK bekommen. Und das ist dann quasi der OTK, der funktionieren kann, aber niemals funktionieren wird. Es ist mega witzig, ja, aber es war halt nie ernst gemeint. Und ich denke, wenn wir ein paar solche Karten im Spiel haben, schadet es doch niemand, oder? Aber in so ein Format hier gehört die Karte auf jeden Fall, weil ganz ehrlich, wir haben ja ein Fusionsmonster, was gebaut werden muss aus 3 Materialien, die man kaum vernünftig raussuchen kann. Also es geht schon so ein bisschen, aber es ist sehr umständlich. Und am Ende des Tages bekommst du halt ein Monster, was nichts kann, außer sich wieder aufzulösen. Es ist schon sehr, sehr humorvoll. Aber du brauchst halt auch die Zauberkarte Smackdown, um irgendwie hier ansatzweise was rauszuholen. Ansonsten hast du minimalen Spam, der nirgendwo hinführt. Sehr, sehr merkwürdiges Bossmonster auf jeden Fall. Womit das komischste im gesamten Kartenspiel. Aber in so einem Format hier gehört die Karte allemal. Doch die nächste Karte ist ein echter Sonderfall, und zwar die Karte Zephrat. Und ich muss sagen, dieses Monster hier sticht krass heraus. Wieso ist das so? Ganz einfach. Wir haben hier ein Bossmonster von einem sehr guten Themendeck, was niemals selbst beschworen werden möchte. Das ist Zephrat, vollkommen egal. Die Karte hier ist Staple in jedem Zephra-Deck. Und wahrscheinlich sogar in jedem Zephra-Mix, den man sich irgendwie vorstellen kann. Aber du wirst sie niemals als Monster aufs Board bekommen wollen, weil der Panel-Effekt hier vollkommen ausreicht. Und die Karte hier ist halt als Monster verdammt teuer. Ich meine, die Karte kann als Panel-Monster in der Pendel-Skala einfach so Zephra-Monster vom Deck auf das Extra-Deck legen, die man dann später herpendeln kann, was quasi einfach nur ein sehr guter Search-Effekt ist. Und diese Karte kann dadurch sogar ihre Pendel-Skala angleichen, was für jedes Pendel-Deck immer ein Traum ist. Aber den Monster-Effekt, den vergisst man gerne mal, und ich würde sagen, den werde ich heute mal vorstellen. Diese Karte hier ist Stufe 11, sie ist Erde und auch Fels tatsächlich. Sie hat den ursprünglichen Pendelbereich 5-5 und die Werte 3450, 2950, also auch sehr komische Werte. Und der Effekt kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss als Spezialbeschwörung von deinem offenen Extra-Deck beschworen werden, indem du alle Monster, die du kontrollierst, als Tribut anbietest, darunter mindestens 3 Zephra-Monster, und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Nachdem du diese Karte hier als Spezialbeschwörung beschworen hast, kannst du während deiner Mainphase dieses Spielzuges zusätzlich zu deiner Pendelbeschwörung eine weitere Pendelbeschwörung von einem oder mehr Zephra-Monstern durchführen. Du kannst diesen Effekt hier nur once per Turn erhalten. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Beschwöre ein Zephra-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ich muss sagen, diese Karte hier wird man wirklich nie so beschwören. Man muss sein gesamtes Board aufgeben, darunter mindestens 3 Zephra-Monster. Vorher muss man diese Karte hier irgendwie offen auf das Extra-Deck bekommen. Okay, das geht, aber naja, das ist halt auch damit verbunden noch mit den Kosten hier. Und das alles quasi nur, damit man nochmal pendeln kann, aber dieses Mal wirklich nur Zephra-Monster. Und man bekommt noch ein Zephra-Monster vom Deck aus. Ich würde sagen, diese Effekte hier sind sogar ziemlich gut eigentlich, aber in der Master Rule 4 ist das sehr, sehr ekelhaft einzusetzen. Wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Und ich denke deswegen, dass Zephrat von so gut wie keinem Zephra-Spieler jemals beschworen wurde. Und ich muss sagen, Leute, mit der nächsten Master Rule wird sich das auch nicht ändern, weil die Panel-Monster bleiben ja genervt. Deswegen, ja, es ist schon sehr kritisch. Ich denke, Zephrat ist ein sehr, sehr besonderes Monster, das auf jeden Fall auch in dieses Format hier reingehört. Aber die Karte ist nicht peinlich, wegen dem sehr guten Pendel-Effekt. Und das macht diese Karte hier irgendwie schon sehr speziell. Weil ich kenne eigentlich kein weiteres Bossmonster, das sich das Board betreten möchte. Doch als nächstes, Leute, kommt jetzt mein Lieblingsmonster. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn es irgendeine Möglichkeit geben sollte, über diese Karte hier auf diesem Kanal zu reden, dann nehme ich sie wahr. Deswegen habe ich diese Karte hier in das Format reingenommen, obwohl die gar nicht so ultra teuer ist, aber günstig ist sie auch nicht gerade. Und wir haben Agapaint verloren, aber dazu gleich mehr. Dieses Monster hier ist der Rivale vom Five-Headed Dragon, was unfassbar nostalgisch ist.
Und dieses Fusionsmonster hier ist Stufe 12, sie ist Licht und Drache und hat die Werte 5000, 5000, also die besten Werte, die vorstellbar sind. Und beschwören wir diese Karte hier aus Blackluster Soldier, also dem Ritualmonster, und Blue Eyes Ultimate Dragon, also das Fusionsmonster von Kaiba, das gebaut wird aus drei weißen Drachen. Und der Effekt muss als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Diese Karte hier bekommt 500 ATK für jedes Drachenmonster, das du kontrollierst, außer dieser Karte. Und das war's. Das heißt, diese Karte hier wird wahrscheinlich niemals OTKs hinbekommen. Und mehr kann sie nicht. Sie ist ein reiner Beatstick, ohne Schutzeffekte und extrem hohen Kosten. Ich meine, ja, wenn du diese Karte hier noch irgendwie hochrüstest, ne? Mit so Karten wie Megamorph, der kann sie den OTK schaffen, keine Frage. Aber das kann dann auch jedes andere Bossmonster, von daher ist das in meinen Augen kein wirkliches Argument. Und der Push hier bringt halt wirklich herzlich wenig. Ich meine, mehr Angriffspunkte als 6500 oder so würde diese Karte hier ohne Hilfe wahrscheinlich niemals erreichen. Aber kommen wir mal zu den Kosten. Ich meine, diese Karte hier kann man ja recht einfach rufen, indem man einfach so ihre Kosten ersetzt durch andere Karten. Und das stimmt auch, das Problem ist nur, es gibt keine Konstellation, wo diese Karte hier irgendwo worth wird. Es gibt kein Deck, wo diese Karte hier wirklich gespielt wurde, competitive gesehen. Weil die Karte einfach viel zu teuer ist. Auch wenn man wirklich noch hingeht und ein Material hier komplett ersetzt. Reicht es nicht. Es gab eine kurze Zeitspanne, wo wir Isolde hatten und Agapain von den Guard Dragons. Und da waren quasi beide Materialien hier leicht beschaffbar. Aber der Agapain wurde jetzt verboten. Und es ist nicht mehr möglich quasi, den Ultimate Dragon so günstig zu rufen. Das bedeutet, die günstigste Methode, diese Karte jetzt noch rauszubekommen, ist tatsächlich, den Blue Eyes Ultimate Dragon durch Effektmonster zu ersetzen oder durch andere Effekte, die quasi dafür sorgen können, dass man nicht mehr die Originalressourcen verwenden muss, die auf Fusionsmonstern draufstehen. Und den Blackluster Soldier muss man nach wie vor über Isolde suchen. Was aber auch teilweise auf jeden Fall schief gehen kann und beispielsweise durch Handtraps und so gestoppt werden kann. Ich muss sagen, diese Karte hier rauszubekommen, wurde dadurch einfach wieder deutlich, deutlich schwieriger. Und das ist auch der Hauptgrund, ehrlich gesagt, weswegen ich Agapain vermisse, weil ich muss sagen, diese Karte hier günstig zu sehen, fand ich schon sehr unterhaltsam. Es ist halt mein Lieblingsmonster. Aber was soll ich sagen? Es hat noch niemand einen Weg gefunden, diese Karte hier, seitdem Agapain weg ist, wieder halbwegs konstant günstig rauszubekommen und damit wirklich gute OTKs zu drücken. Ja, es kann funktionieren, manchmal. Aber es wird nie besser sein als ein Fun-Deck, weil diese Karte hier einfach zu teuer ist. Und egal, wie du Blackluster Soldier raussuchst, ne? Und egal, wie du den Blue Eyes Ultimate Dragon ersetzt durch andere Effekte, es bleibt immer unkonstant, weil du so viele Karten spielen musst, die einfach nicht gut sind. Nur um diese Karte hier irgendwie krampfhaft rauszubekommen. Und deswegen sind halt einfach ihre Summoning Conditions der Erzfeind dieser Karte. Und das kann man leider nicht anders sagen. Doch die letzte Karte für heute ist ein Rang 0 XC-Monster. Und ja, Leute, sowas gibt es. Wir haben sogar 4 Rang 0 XC-Monster. Und ich habe dazu auch schon tatsächlich ein separates Video gemacht, von daher schaut da auch gerne mal vorbei. Aber wie auch immer, es geht heute um die Karte Nummer S0, Utopisches Sexal. Und diese Karte hier ist besonders teuer. Denn dieses Rang 0 XC-Monster hier ist Licht und Krieger und hat die Werte Fragezeichen, Fragezeichen. Und beschworen wir diese Karte hier aus 3 Nummern XC-Monstern mit demselben Rang. Und diese Karte hier muss so teuer sein, weil der Effekt hier wirklich absolut gemein ist. Der Grundrang dieser Karte wird immer als 1 behandelt, weil Rang 0 logischerweise sehr komisch wäre. Du kannst diese Karte auch als Exilbeschwörung beschwören, indem du eine normale Rangsteigerungszauberkarte abwirfst oder ein Utopia-Monster, das du kontrollierst, als Exilmaterial verwendest. Transferiere sein Exilmaterial an diese Karte. Die Exilbeschwörung dieser Karte hier kann nicht negiert werden. Wenn diese Karte hier als Exilbeschwörung beschworen wird, können weder Karten noch Effekte deines Gegners aktiviert werden, um das irgendwie aufzuhalten. Diese Karte hier bekommt 1000 ATK und Death wie jedes an sie angehängte Exilmaterial. Once per Turn deines Gegners, stell Effekt. Du kannst ein Exilmaterial von dieser Karte abhängen. Karten und Effekte deines Gegners können einfach mal so in diesem Spielzug nicht aktiviert werden. Wenn man diese Karte hier irgendwie rausbekommen sollte, hat man sofort gewonnen. Der Gegner hat einfach keine Karten mehr, die er irgendwie benutzen kann. Das ist logischerweise Insta-Win. Das Problem ist nur die Kosten. Ich meine, du brauchst einfach 3 Nummern XC-Monster mit demselben Rang. Im Link-Format ist das logischerweise fast unmöglich, aber selbst mit der nächsten Master-Rule ist es halt gar nicht mal so einfach, 3 XC-Monster konstant rauszuspammen. Das kann nicht jedes Deck. Aber es geht noch weiter, du kannst die Karte ja auch drauflegen auf ein Utopia-Monster, indem du Rank-Ups aufgibst, aber auch das
kann teilweise wirklich unkonstant sein und du musst ein bisschen Glück haben, damit diese Combo hier wirklich konstant aufgeht. Es gab einmal eine Möglichkeit, wo das Ganze konstant wurde, und zwar halt einfach mit der Karte Silber Chaoskraft, aber die wurde deswegen verboten, weil Sexal einfach auf gar keinen Fall so konstant werden darf. Ich meine, die Karte ist halt wie gesagt einfach ein Insta-Win. Die Karte kann wirklich quasi nicht gestoppt werden. Sie ist verdammt stark, wenn sie möchte, wenn sie viel Material hat. Und naja, sie kann den Gegner einfach komplett in einen Lockdown versetzen, wo er keine einzige seiner Karten mehr aktiv spielen kann. Ich muss sagen, das hier ist das mit Abstand beste Rang 0 Xyz-Monster und ich hoffe, dass es nie wieder günstig wird. Und ich bete darum, Leute, dass diese Karte hier in der nächsten Master Rule nicht eskalieren wird. Boah, wäre das nervig. Wenn jedes Deck einfach nur quasi was spammen kann, auf Nummer Xyz-Monster geht, um diese Karte hier rauszulegen und sofort das Spiel zu gewinnen. Ja, du kannst diese Karte hier durchaus mit einigen ausgewählten Outs stoppen, keine Frage, das geht bei jedem Monster, aber das musst du halt erstmal ziehen. Ich denke, Sechsel ist auf jeden Fall eine der besten Karten aus diesem Format hier, aber auch eine sehr teure, von daher, ich denke, erwähnen muss man sie hier definitiv. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute erwähnt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Bossmonster vorschlagen, die ich in der nächsten Folge erwähnen soll. Und da würde ich sagen, geht's mit denen beim nächsten Mal weiter. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotticards, an meinen Gaming-Kanal und an meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und ich muss sagen, ich find's immer wieder lustig quasi, über diese ganzen schlechten Bossmonster zu reden. Und es ist schon erstaunlich, wie viele es davon gibt. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.